fahren wir jetzt gemeinsam ein bisschen weiter entlang des Donauradwegs. Also einer der wichtigsten Radwege in ganz Österreich. Und nehmen wir die Route, die die Stadt Linz für Radfahrende hier vorgesehen hat. Schaut bis jetzt ja ganz gut aus. Okay, jetzt wird's düster. Aha, eng. Okay, noch enger, Kurve. Gut, dass hier keine Fußgängenden unterwegs sind. Nun fahren wir weiter. Okay. Aha, da geht scheinbar der Donauradweg weiter, aber wie komme ich zur Nibelungenbrücke? Aha. Ein gelbes Schild, eine Umleitung. Ist eine Baustelle? Viele Schilder. Ah, da hinten ist ein Schild. Ah, da oben ist ein Schild. Ein bisschen schwierig zu erkennen im Generellen. Dann müssen wir einmal wieder zurück. Aha, da werden wir wieder in die richtige Richtung gewiesen. Währenddessen gibt es hier unten eigentlich sehr viel Platz, wo man Radfahrende wesentlich klarer durchleiten könnte. Und auch diese Straße hier schaut nicht sehr einladend und freundlich für den Radverkehr aus. Zumindest mit Markierungen wie Sheriffs könnte man die Situation hier wesentlich verbessern. Führt eng an parkenden Autos vorbei. Wenn hier jemand rangiert, steht man schon mal eine Weile. Und die Steigung ist auch nicht zu unterschätzen hier. Genauso wie der Autoverkehr, der trotz Lockdown eigentlich ziemlich hoch ist. Scheinbar kommen hier einige Pendler von der B127 oder 126 nutzen die Ausweichroute über Alt-Urfa und kommen dann hier raus und sind halt entsprechend flott unterwegs. Hier auch an Parkplätzen vorbei, kein zugewiesener Platz für den Radverkehr. Den Platz müssen wir uns nehmen, das trauen sich aber nicht alle und durch knappes an den Autos fahren entstehen dann Unfälle. Auch hier wird sozusagen man direkt in die Nähe des parkenden Autos genötigt.